Okay, 15.09.2015, offen mit Sven Guckes zum Thema Knoppix-Tage. Weiz. Genau. Sven, wie haben dir die Knoppix-Tage Weiz gefallen? Das war eine ziemlich coole Veranstaltung, schön klein und gemütlich, familiär. Es sind eigentlich nur so knapp 30 Leute dabei. Das Ganze ist eine Lehrerfortbildung. Es nehmen also eh nur 2 Dutzend Leute teil, die dann in einem PC-Raum teilnehmen können, um dann an Rechnern zu sitzen, die Knoppix starten. Und das Ganze findet statt einem Bundesgymnasium in Weiz. Und Helmut Peer ist dort der Mensch, der das die letzten Jahre geführt hat. Und fand statt vom 3. bis 5. September. 3 Tage also, jeweils von 9 bis 17 Uhr. Und schulmäßig mit Plan, jeweils mit Mittagspause und Abendveranstaltung. Das ist auch begründet, weil das vom Unterrichtsministerium als Lehrerfortbildung finanziert wird auch. Also die Lehrer dürfen das als Fortbildungsmaßnahme eintragen, was ganz wichtig ist. Genau, finde ich also nicht nur dafür wichtig, dass man auch Lehrer ist und jemand das an einer Schule stattfinden lässt, sondern es gibt andere Veranstaltungen, bei der ich das eben auch empfehle zu machen. Einen Nachweis für eine Teilnahme ist eine Weiterbildung, zum Beispiel an Linux-Tagen in Wien, Linux-Wochen heißen sie da, in Eisenstadt oder in Linz und in Dornbirn und in Graz. Ich muss aber dazu sagen, die Knoppix-Tage Weiz und auch die Desktop for Education Days sind, obwohl sie Lehrerfortbildung sind, sind sie auch offen für Leute wie uns, die nicht Lehrer sind. Genau, wir konnten dann teilnehmen, was sehr schön war. Natürlich muss man sich rechtzeitig melden, das wird eigentlich mehr oder weniger gleich wieder ausgeschrieben und man muss sich schon eigentlich 10 Monate besser vorher anmelden. 10 Monate vorher? Ja, es ist, wird schon rechtzeitig organisiert. Der nächste Termin steht auch schon, 1. bis 3. September 2016 und im Prinzip kann man sich dann, sobald es auf der Webseite steht, gleich wieder anmelden und first come, first serve. Genau. Welche Vorträge hast du in Erinnerung? Welche vor allem? Im Prinzip habe ich als Themen, weiß ich natürlich, die Hälfte der Vorträge sind von Klaus Knopper selbst. Da geht es natürlich darum, was gibt es Neues dabei. In Bezug auf Knoppix. Natürlich dann gibt es eine Challenge von jemandem, hat er ausgemacht, kriegt er das Ding am Laufen für den Raspberry Pi. Das ist das nächste Ziel, das soll dann schon möglichst laufen zur CeBIT im März 2016. Also der Raspberry Pi von Knoppix bootet. Und zwar, ich glaube, die Challenge war schneller als ein anderes auf ein anderes System. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, aber im Wesentlichen Knoppix startet ihr über ein großes Shell-Skript und mal sehen, ob das eben schnell genug dann bootet. Ich hoffe es natürlich sehr. Dazu muss man sagen, dass der Klaus Knopper ein wahnsinniger Mensch ist. Also wenn man dem eine Challenge gibt oder irgendein Problem, nicht einmal, dass man es an ihn heranträgt, das beschäftigt ihn und am nächsten Morgen hat er oft schon die Lösung. Also mir ist das so gegangen, ich habe irgendwas ausprobieren wollen auf seiner Knoppix und das hat nicht funktioniert. Ich glaube, irgendein FreeCut war das. Das ist wegen irgendeinem Treiber hat das nicht funktioniert zum Installieren. Und dann bin ich schlafen gegangen. Am nächsten Tag in der Früh gibt er mir einen Stick und sagt, ja, ich habe mich noch gespielt in der Nacht damit, jetzt geht das. Genau, also während die ganze Veranstaltung läuft, ist Klaus dabei, das Ganze noch zu verbessern und hinzubiegen. Und dann gibt es einen langen USB-Verteiler, über die kann er parallel an die Knoppix an Sticks installieren. Ja, und dann gibt es am nächsten Morgen dann jeweils eine neue Version. Sehr cool. Und wir saßen da in einem EDV-Saal, wo Knoppix von der RAM-Disk gestartet wurde und das war dann wirklich sehr schnell. Ja, das ist eine schöne Sache. Natürlich muss man das erstmal irgendwie hinbiegen, aber wenn man das hat, dann geht es super schnell. Also wenn ich dann dran denke, damals von der CD starten und das waren noch nicht die schnellen CD-Laufwerke, das dauert eben ein bisschen. Und mittlerweile hat sich einiges geändert. Auch KDE ist nun nicht mehr drauf, aber LXDE als Desktop und das geht relativ flott. Also ich habe dann zu Hause versucht, Knoppix per USB-Stick zu starten und das war dann schon wesentlich langsamer als die RAM-Disk. Kommt natürlich auch sehr auf den Computer an, den du verwendest. Genau. Ja, es gibt viele gute Sachen. Wir waren dann auch, das war unsere erste Abendveranstaltung im Rathaus und haben dort den Stadtrat gesprochen. Und in diesem Haus, in diesem Raum, Besprechungsraum, lag auch ein Rechner herum und dort haben wir mal einen Knoppix-Stick angesteckt
davon gestartet und gezeigt, was eigentlich alles auf dieser CongoPix gibt, welche Programme da laufen. Und er meinte als Abschluss dann schließlich, ja, das ist doch recht überzeugend. Den CongoPix-Stick durfte er dann natürlich behalten und ich hoffe, er benutzt ihn dann auch weiterhin bei sich zu Hause. Und natürlich gibt es diese Veranstaltung nächstes Jahr wieder. Und wenn, vielleicht ist dann der Stadtrat mit dabei und macht einen. Helmut Pehr dann nicht mehr Pivalehrer, der geht jetzt in Pension. Genau. Helmut Pehr geht in Pension und nächstes Jahr wird das dann weitergeführt, aber und sein Nachfolger war schon mit dabei und hat sich das ansehen können und der hat natürlich auch Unterstützung zugesagt bekommen. Das heißt, alles, was so im Computerbereich einer Schule passiert und drumherum und Ableger, die ja auch von seinen Schülern mittlerweile als Firmen da sind, alle die Leute helfen dann mit, die ganze Sache zu schaukeln. Zu dem Thema bitte auch Biertacher Podcast 221 oder 221 hören, da spreche ich ein bisschen über Helmut Pehr, aber ich möchte hier jetzt noch einmal dazu sagen, es gibt sicher viele engagierte Lehrer in Österreich, aber ich glaube, der Helmut Pehr ist wirklich herausragend engagiert und meiner Meinung nach deutet das ein bisschen auf sein Lebenswerk hin, dass das kein Zufall ist, dass gerade aus seiner Schule Firma, die so, also Schüler, die sozusagen bei ihm in der Nachmittagsnetzwerk, Freifachnetzwerk waren, dann rausgegangen sind und eine Firma gegründet haben, die jetzt andere IT-Service für andere Schulen macht oder den Jungen, den wir gesehen haben, der den Blender-Vortrag gehabt hat. Also das kann man kann sagen, okay, statistisch, mit so und so vielen 100 Schülern hast du wahrscheinlich ein oder zwei Genies an der Schule oder Hochbegabte, die da rauskommen. Aber ich glaube, da ist das ein bisschen auch die Früchte seiner Arbeit, weil wie schaut das Gymnasium dort aus? Da gibt es mehrere PCs, die sowohl Windows oder Linux booten können, die sind einfach am Gang. Und mir wurde erzählt, also die Kinder kommen in der Früh und bevor die Schule anfängt, können sie da schon ihre Hausübungen checken, ihr elektronisches Hausübungsheft, ihr Mitteilungsheft und so, ihre elektronischen Sachen. Sie werden von der ersten Klasse an gelehrt, sie kriegen eine E-Mail vom System, sie kriegen ihre ganzen Stundenpläne per online. Also sie wachsen sozusagen auf, dass der Computer auch benutzt wird und nicht, dass das das elektronische Klassenbuch ist, was jetzt halt die Lehrer machen müssen und sonst wird weiterhin mit der Tafelkreide wie vor 100 Jahren gearbeitet. Also da ist das ein bisschen mehr integriert. Und ich denke, das ist halt, hast du halt, wenn du dich über viele Jahre ständig bemühst und für ein Thema dich engagierst, dann kommt halt sowas raus. Genau, der Computer ist nicht nur im Unterricht und dann geht man nach Hause und es findet nicht mehr statt, sondern das ganze System, CongoPix, kann man ja auch mit nach Hause mitnehmen. Das findet dort statt, das wird integriert in den Alltag und ich finde es super, dass diese Rechner dort frei herumstehen, also in der großen, in dem Verteilerraum, wie sagt man, Aula, nein. In der Aula, Hauptraum. Also ja, Aula. Ja. Also die Schule hat so ein, wie soll man sagen, so ein quadratischer Kubus, der oben ein überdachtes Dach hat, ein Glasdach, wo Licht hineinkommt und dann so praktisch innen ein kleines Quadrat, wie in einem Innenhof. Der Innenhof ist das Stichwort, genau. Genau, dort im Prinzip kommen alle zusammen, das ist der Verteilerraum und dort stehen die Rechner. Genau. Und im Raum daneben stehen auch 3D-Drucker, die auch mal verwendet werden und ich finde es halt cool, dass alle schon mal sehen können, was geht. Außerdem eben, genau, Schulpläne oder anderes Material ist dann auch zu Hause präsent. Ne? Die Kinder lernen in der ersten Klasse schon 10-Fingersystem. Also es wird auch wirklich geschaut, dass sie das auch zu Hause üben und so. Und, mir wurde gesagt, die Kinder sind sehr ehrgeizig und machen Wettbewerbe, wer am schnellsten tippen kann. Und dann kannst du natürlich mit solchen Kindern, wo die Basics schon einmal in der Unterstufe gelegt sind, kannst du dann natürlich auch ganz tollen EDV-Unterricht machen später. Oder? Genau. Eine ganz wichtige Sache, die ich auch immer wieder propagiere, bitte tippen lernen, die Tastatur sozusagen wissen, welche Taste es ist, 10-Fingersystem. Genau, gibt es auch einige Programme, die das unterstützen oder Websites, bei denen man so Speed-Contest machen kann beim Tippen. Tipptrainer, genau. Ich habe mal eine ganze Liste gemacht, vielleicht sollte ich die mal nachliefern. Muss auch aktualisiert werden. Aber mein Top-Tipp ist eigentlich, man guckt ja doch immer wieder auf die Tastatur, da steht ja was drauf. Also sucht man es und sucht, schaut ich hin. Genau, ich mache das so, genau, Handtuch, ein kleines Handtuch drüber legen und das ist die günstigste Methode und die einfachste und die funktioniert auch einfach. Du siehst, dass du wirklich blind schreiben kannst. Nicht schnell, aber blind. Genau. Und dann gibt es auch Tastaturen,
die auch unbedruckt daherkommen, die leider mehr kosten als die bedruckten, naja, weil sie nicht so oft angefragt werden. Aber es gibt auch Leute, die ihre eigenen Tastaturen bauen und da habe ich gerade einen wieder kennengelernt, sozusagen der Patrick in Graz im Realraum bastelt an seiner eigenen Tastatur und ich hoffe, das gibt es dann beim Kongress Ende des Jahres als Vortrag. Chaos Computer Kongress. Beim Chaos Computer Kongress in Hamburg dann wahrscheinlich. Okay. Genau. Jetzt zurück zu Weiz. Zunächst, also, genau. Also mehrere Vorträge, nicht nur von Klaus Knoppers, sondern genau. Derjenige, der die Knoppix-Trage gegründet und lange Jahre geführt hat, der Johnny Weilharter, hat auch vorgetragen, Knoppix in Verwendung auf einem Tablet im Unterricht. War das überhaupt Knoppix? Mir so vorkommt, das waren nur Tablets, ja, also Apps, generell, die er für ja, es stimmt, er hat letztendlich ein paar Apps vorgetragen, aber ich weiß, er hat auch einen ganzen Text geschrieben, wie eben Knoppix dabei zu verwenden ist und das, daran arbeite gerade nochmal, das zu erweitern. Ja, also letztendlich auch da in dem Zusammenhang. Diese Talks kann man übrigens schauen, der Michael Ebner ja. hat die auf Video aufgezeichnet, hochlöblichsterweise. Und ja, und ich werde versuchen, einen Blogartikel oder so zu schreiben, wo das verlinkt ist. Genau, ich würde jetzt auch sagen, sucht bitte nach diesem Namen auf YouTube. Er hat es aber gar nicht so direkt mit seinem Namen verbunden, nur abgekürzt und auch seinen Mi-Eb, M-I und E-W. Aber wenn Sie nach Knoppix Dark Weiz sucht, müsste man das finden. Sollte man finden, genau, seinen Channel, wo und alles Mögliche. Sonst schon uns anschauen vom Podcast. Genau. Da ist alles verlinkt. Ja, dort gibt es übrigens auch noch ein bisschen mehr zu sehen. Ich mache mal ein bisschen Indirektwerbung. Michael Ebner hat noch eine ganze Menge andere Sachen aufgenommen. Die Linux-Woche in Eisenstadt in Wien. Also überhaupt der Videomann für die Linux-Tage im Raum Wien. Ne? Ja, und dann gibt es eben auch noch die ganzen Aufnahmen von Workshops im MetaLab. Mhm. Die sind auch mit dabei. Also Armaturrundfunk und noch ein paar andere Physik und Elektronik, genau. Ich sehe da zwei Stichworte auf deinem Zettel. Klaus Knopper hat dann mehrere Vorträge gehalten. Ich muss gestehen, bei einigen, die habe ich echt wortwörtlich verpennt. Ich hatte ein Betze in der Nähe, was extrem anziehend war. Auf jeden Fall, es gab einen sehr schönen ISCAT-Vortrag. Genau. Und Klaus Knopper, er unterrichtet in einer deutschen... In Kaiserslautern, ist das an der Uni? Und da verwendet er das, hat er gesagt, nicht als Anfänger Informatikvorlesung, oder, aber doch relativ am Anfang. Oder? Er ist an einer Wirtschaftsuni und er macht dort sozusagen die Informatik an der Uni. Ja, aber dieses ESCAT verwendet er nicht als Programmieren für Anfänger, sondern ein bisschen später, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Bevor ich jetzt zu viel sage, besser. Es war für Anfänger, weil es kommt ja nicht viel Programmieren vor, sondern es geht eigentlich darum, dass du sozusagen die mit Befehlen dann CAD-Bausteine baust, so kleine Lego-Steine oder sowas. Genau, das und hat er im 3D-Drucker genialerweise wieder drucken. Genau, das hat er ja vorgeführt, wie man mit einfachen Kommandos da was zusammenstecken kann, was dann ausgedruckt werden kann von einem 3D-Drucker. Und da war so eine C- oder Java-ähnliche Sprache drinnen, ne, wenn ich mich richtig erinnere, in diesem ESCAD. Ja, habe ich nicht so genau gesehen, was alles geht. Die hat auch Schleifen gekonnt und so, also war konntest du ein bisschen programmieren. Ja, genau. Ja, das war interessant zu sehen, wie das mal so live entsteht, was dabei rauskommt. Dann 3D-Druck war auch wieder Thema. Was kann man alles da so zusammendrucken? Klaus hat auch einen ziemlich guten 3D-Drucker und hat schon einiges ausgedruckt. Und die hat er eben gezeigt, die ganzen Sachen. Was ich ganz interessant fand, eins dieser Materialien war nicht jetzt so super hart, was also Plastik rein wird anders hingetan, sondern es war weich. Mhm. Und innen drin, er hat eine Pyramide ausgedruckt und die ist innen drin mit so einer Wabenstruktur verbunden, sodass das nicht einfach sich zusammenfalten lässt, weil es ja weich ist. Es ist aber... Die Außenhülle ist relativ weich, aber es fällt nicht in sich zusammen. Mhm. Und das kann man schon mal ein bisschen werfen, ein bisschen knautschen. Und das kommt bei Kindern natürlich sehr gut an. Auch bei den Kindern im Manne und älteren Menschen überhaupt. Das ist einfach mal so eine Sache, dass damit rechnet man nicht. Aber sowas geht auch. Mit den richtigen Materialien geht einiges. Genau, und wenn etwas noch nicht so, es ist mal eine leichte Ungenauigkeit natürlich beim Drucken drin. Das Ganze kann man glätten, indem man das mit Aceton da hineinwirft für eine kurze Zeit oder dann drüber gibt. Ja. Es gibt auch so Links in deinem Kitchen-Pad, was auch verlinkt wird von den Shownotes,
wo so Drucken mit Schokolade und Drucken mit Marzipan genau. und so. Genau, es gibt auf YouTube noch einige Filme, die zeigen, dass man ganz andere Materialien noch drucken kann. Und Schokolade wird auch dazu. 3D-Drucker kann wirklich vieles. Mhm. Ich wünsche nur, diese 3D-Drucker könnten einfach aus Bits und Bytes, die man sich runterlädt, mhm. einfach Schokolade machen. Dann hätte ich natürlich einen. Oder zwei. Genau. Ja, dann haben wir Robocode noch ein bisschen gesehen. Das genau, das verwendet Klaus Knopper für ältere Studenten, also die schon eine Grundlagen der Informatik gelernt haben. Da geht es dann wirklich ums Programmieren. Das ist ein Java-Trainingstool, kann man sagen, aber es ist ein sehr lustiges. Du programmierst so kleine autonome Roboter, die in einer 2D-Arena herumfahren. Die Roboter haben, also können sich vorrückbewegen und drehen, haben eine Kanone, die sich drehen kann und einen Radarschirm, der sich drehen kann. Und die Roboter müssen halt rauskriegen, wo sind die anderen Roboter und müssen auf die schießen, wobei es dann noch so ein paar Spezialregeln gibt. Also sie können sie rammen oder schießen oder viel Energie in den Schuss reinlegen oder wenig. Und da gewinnt halt dann das beste Programm genau. gegen ein anderes. Es gibt Programm. Auch für Treffer wieder Energie, sodass sich das ein bisschen genau, auflädt. Kannst du also aufsaugen, ja. Genau. Da hat er ein bisschen erzählt von den Erfahrungen, also was die Schüler machen, wie sie sich dann aus dem Internet den Code klauen, aber er checkt dann, ob sie den verstanden haben oder nicht. Und genau. hat er so eigene Bots vorgeführt, die da herumgekämpft haben. Was ich auch nett fand, um zu visualisieren, wie so ein Robocode aussieht, hat er das auch 3D gedruckt. Genau, er hat einen Roboter 3D ausgedruckt und er hat wirklich einen drehbaren Turm gehabt und eine drehbare Radarantenne. Das Einzige war, es war die Kanone war in einem fixen Winkel, also in einem Vertikalwinkel fix. Also das war aber trotzdem, es war cool, so was in der Hand zu haben. Das Einzige, was mich genervt hat, es war Java. Ich hätte das gerne in Python gehabt. Ja. Jetzt denke ich mal, warum gibt es keinen Python-Robocode? Das müsste doch schon einer geschrieben haben. Vielleicht musst du es umschreiben, genau, und dann wird es aufgenommen. Wobei im Endeffekt, da geht es ja weniger ums Programmieren als mehr darum, das hat er ja auch gesagt, da ist einfach sehr viel Trigonometrie drinnen. Ne? Ja. Dass du berechnest, wie muss der Winkel sein oder wie muss der Vorhalt sein und so. Mhm. Dass du interpolierst, wenn einer erst da ist und dann dort, wo wieder dann im nächsten Moment sein. Genau. Ja, naja, aber man lernt eine ganze Menge dabei und man hat eine sicher ein nettes Projekt als Schüler, stelle ich mir das auch gut vor. Genau. Man hat ja auch gesehen, hat dann diese Ranglisten gezeigt, die coolen Schüler haben da so Teams gebildet mit tollen Namen und waren dann sichtbar stolz, wenn ihr Name weiter oben war. Ne? Aber es ist und bleibt natürlich ein 2D-Spiel. Ja. Und man ist natürlich nicht ganz da drin. Man könnte aber drin sein, wenn man eben Virtual Reality sozusagen hätte. Und dafür hatten wir auch einen coolen Vortrag. Zebedin ist, glaube ich, sein Name. Nachnamen. Ja, er hat uns gezeigt, wie man sein Smartphone in eine Vorrichtung tut, und zwar ein Cardboard Box, Google Cardboard, sodass man das genau. Sodass man das Smartphone vor den Augen hat und dann wird ein Bild projiziert, das eben im Kopf zu einem 3D-Bild wird. Und das hat eine Menge Spaß gemacht. War der Hit. Jedes Auge sieht das halbe Smartphone, das ist eine kleine Trennwand, und dadurch wird dann in deinem Hirn ein 3D-Effekt erzeugt. Genau. Und dann gab es Mohun-Schießen, indem man einfach nur den Kopf bewegt auf die Viecher. Ja. Und dann hörte man so ein bisschen Platsch, Platsch, wie die Sachen vom Himmel fallen. Wobei, und was mich gestört hat, du hast nicht auslösen müssen. Also du hast eigentlich nur die richtige Richtung schauen müssen. Ja. Und das Mohun ist schon zerstaubt. Also ich hätte da gerne noch so in seinen Schuss, dass ich auch im richtigen Moment auf den Knopf drücken muss oder sowas. Okay, dann brauchst du aber natürlich wieder mehr Zeug drumherum und muss das irgendwie zusammenpacken. Die Google Cardboard hat mir auf der Seite so einen Magneten, also den kannst du als Auslöser verwenden. Ach so, ja. Du kannst keinen Kontakt geben, aber wie auch immer. Hätte auch ein Schütteln gereicht oder so. Aber es war mir so zu nur hinschauen und das kommt zu lassen. Das war ganz einfach. Es ist mehr so ein bisschen Proof of Concept, die ganze Geschichte. Man kann das jetzt sicher irgendwie. Aber es ist ein cooler Ansatz, weil man nimmt einfach das Smartphone und die App und das passt. Ja, da haben alle Lehrer mitgemacht und sich ein Cardboard eben zusammengesteckt und das war der Hit. Ja, da gab es eben auch noch von ihm noch ein paar Beispiele bezüglich Virtual Reality, wo man das noch ein bisschen so gewendet bekommt und so weiter. Das war auch sehr interessant. Wie gesagt, ja, alles aufgenommen von Michi Ebner, sehr gut.
Ja, und dann der Schüler, der vorgezeigt hat. Wir haben einen Podcast so zu eins. Ah, okay, also genau. Der Schüler über einen sehr guten Blender-Vortrag gehalten. Ein bisschen überfordernd für das Publikum. Na, ganz okay. Er hat sich gut damit beschäftigt. Ja. Seine Zeit war gut investiert, muss man mal sagen. Das Schöne war, wir haben mit Blender dann eben so 3D-Schlüsselanhänger designt, die dann zum Ausdrucken waren. Genau. Aber ich habe meiner nicht gekriegt. Wurde deiner gedruckt? Nee, ich habe meinen leider nicht abgeliefert. Aber ja. Liefere ich danach. Okay. Muss ich nochmal machen. Ja, ansonsten drumherum bei der ganzen Geschichte, wie gesagt, gibt es am Abend noch Social Event. Mittagspause nicht zu vergessen. Man geht gemeinsam essen. Das ist schon mal eine Gelegenheit, nochmal über alles zu reden, was so schon mal passiert ist. Wir haben drumherum ein Textpad verwendet, wo wir alles möglich mal hineingeschrieben haben. Ein titanpad.com. Genau, eine österreichische Sache übrigens, gehostet hier. Das hat sich auch sehr bewährt. Also ich habe zum Beispiel einen kleinen Vortrag gehalten und dann vorher schon ins Titanpad hineingeschrieben und konnte dann im Vortrag sagen, ja, ihr seht die Links schon im Titanpad. Das war natürlich cool. Genau, dann kann man das direkt davon nehmen und alle haben schon mal vor der Nase und man kann es verteilen. Apropos verteilen, Klaus hat einen Vortrag auch so gehalten, dass er am Tisch im Raum saß und nicht vorne und hat von dort aus per Video sozusagen über seinen Knopix das Ganze an den Beamer gebracht. Und das war auch eine ziemlich coole Sache. Also man kann es letztendlich natürlich so verwenden, dass jeder im Raum was zu zeigen hat. Und alle, wenn sie nach vorne schauen, an die Projektion, können das sehen. Das war ein Feature von Knopix? Das ist mit installiert. Was war es? Muss man nachschauen, was er verwendet hat. Aber wesentlich, das geht. Und das ist eine coole Sache. Also muss nicht ständig die Sätze tauschen. Man muss einfach sagen, ich werde jetzt senden und alle anderen schauen zu. Sie können es natürlich lokal auch sehen, an ihrem eigenen Bildschirm, sodass man das individuell einstellen kann. Aber der Beamer ist ja auch noch da. Das ist schon sehr cool. Genau. Überhaupt etwas darstellen beim Beamer, wenn man jetzt keinen großen Rechner dabei hat, sondern das Smartphone, das geht mit EasyCast. Das hat uns Helmut Peer gezeigt. Na, und das ist so von deinem Smartphone sozusagen auf dem Beamer. Genau, wir können also sehen, was jemand auf dem Smartphone sieht. Und das ist ja immer wichtig, wenn wir über Apps reden oder mal herzeigen wollen. Und da müssen wir nicht Screenshots machen und dann die bewegen sich nicht und das ist ein bisschen mal langweilig und sehr mühsam. Einfach mal zeigen, was auf dem eigenen Smartphone ist. Ne? Ja. Ja, also ich habe einen kleinen Vortrag gehalten, da waren einfach hauptsächlich mehrere Links drinnen, die über 3 Visual Programming von meiner, was ich in Amsterdam mitgekriegt habe, von der Scratch-Konferenz. Und es gab einen Drohnenflug von Klaus Knopper, den ich aber verpennt habe. Warst du da dabei? Nein, ich war gerade am Vorbereiten von meinem Workshop, aber Klaus war kurz draußen mit den Leuten, hat seine Drohne geflogen. Die Drohne hat... Es gibt, glaube ich, ein Video davon, ne? Genau, wollte ich gerade darauf hinaus. Diese Drohne hat auch eine SD-Karte drin, die Video aufnimmt. Und aus dem Flug heraus beim Stehen haben wir dann ein Standfoto gehabt. Und das Standfoto zeigt dann die Lehrerschaft, die gerade mit dabei war, von oben. Und das war natürlich so ein bisschen so der Hit. Letztes Jahr gab es davon noch ein bisschen mehr von der Fliegerei. Klaus hat auch das Ding geflogen bei der Kirche, die da auf dem Hügel um die Ecke ist und dass man das mal von oben sehen kann und drumherum fliegen und das finde ich immer eine sehr coole Sache. Nicht? Genau. Diesmal war es also nicht dein eigener Vortrag, das Drohnenfliegen, es war einfach nur so eine Pausengeschichte. Du hast ja einen Workshop über Serviette gehalten, ne? Im Wesentlichen... Also über Serviette, schon über Mut, über genau, das Mailprogramm Mut und das Verschlüsselungsprogramm GNU-PG. Aber hast du Serviette verwendet? Genau, wir haben dazu eine kleine Serviette verwendet, das ist dieser kleine Server, der einfach Dienste gibt, sodass wir ein bisschen unabhängiger sind von dem ganzen Internet. Und das haben wir gemacht, damit sich jeder mal einmal einloggen kann, macht sich einen Schlüssel. Und die Schlüssel werden dann lokal auf diesem Server von einem Key-Server verwaltet und dann kann man sich die runterholen. Und der Hit ist an der Sache, dass wir nicht auf Services angewiesen sind, die außerhalb der ganzen Sache sind und dann eventuell nicht verfügbar sind zeitweilig, weil wegen auch immer was. Und das hat dankensweise der Christopher Wu,
Jetzt kriege ich den Namen nicht. Jedenfalls, Wu hat das alles möglich gemacht und hat das unterstützt und mit vorbereitet. Und ich bin sehr dankbar dafür, weil das sehr viel Zeit rausgenommen hat, die wir sonst eventuell verloren hätten. Und es ist gut gelaufen und jeder hat das mal verwenden können. Natürlich reicht nicht die Zeit, um alles auszureizen in nur ein paar Stunden, aber immerhin, wir sind so weit gekommen. Also du hast den letzten Tag gehabt und da haben viele dann schon, waren schon beim Abfahren. Ja, ein paar waren dann schon weg, ja, das ist halt so, ja, ja, am Ende des Tages. Aber ich bin auch sehr dankbar dem Klaus, der hat nämlich seinen Vortrag über eine weitere Sache sozusagen ausfallen lassen, damit ich noch ein bisschen mehr Zeit habe und dadurch konnten wir das in ganzer Ruhe machen. Es war dann einer, der hat einen Vortrag gehalten über die Arbeit mit Blinden. Ah, hast genau. Hast du den gesehen? Oder er genau. Ist auf jeden Fall auf YouTube drauf. Walter Reinwald ist beim OCC und die haben ein Computercamp für blinde und sehbehinderte Kinder. Mhm. Das fand statt in der Woche vor den Knoppix-Tagen. Und ja, Klaus' Frau Adriane ist blind und er hat für sie trotzdem möglich gemacht, dass sie den Computer verwenden kann, indem er eben auch was in die Knoppix eingebaut hat. Das ist so ein Interface zu mehreren Programmen, die sie dann über die Braillezeile verwenden kann. Und genau das und ähnliche Sachen sind dann die Themen bei den Veranstaltungen, bei diesen, bei dem Computercamp für Blinde und Sehbehinderte. Und der Vortrag hat so beleuchtet, wie viele Leute kommen dort zusammen, wie groß ist der Anteil zwischen blinden und sehbehinderten Kindern, wer ist dabei, was für Themen gehen sie an, wo findet das statt und so weiter. Auch diese Veranstaltung braucht Unterstützung, die ich hoffe hier auch mit zu erreichen. Jedes Mal braucht es ein bisschen Budget, um das Ganze zu reißen. Die Kinder kommen von überall her und müssen natürlich transportiert und untergebracht werden. Aber ich finde es unglaublich, was alles dort gemacht hat. Also das ist nicht einfach nur so ein Minishop, sondern das ist eine ganze Woche, wo eine ganze Menge passiert. Und ich glaube, das ist echt der Hit für die Kinder. Das Ganze ist auch dokumentiert in einer Zeitung, die sie herausgebracht haben und die man sich, glaube ich, auch runterladen kann. Ja, also eine coole Sache. Bitte unterstützen. Ich hoffe, es gibt auch mehr Unterstützung von vom Staat dazu. Also ich denke mal, das könnte man auch definitiv ausweiten. Apropos Unterstützung vom Staat, also man muss sehr positiv bemerken, dass bei den Knoppix-Tagen oder überhaupt bei den Veranstaltungen in Weiz war das bis jetzt immer so, dass ein Buschenschandbesuch wird immer finanziert vom Unterrichtsministerium. Ja, das gehört mit dazu. Das war auch ein sehr schöner Abend, genau. Es wird nicht nur gegessen und getrunken, sondern es gibt auch wieder persönlichen Einsatz und zwar haben Helmut Peer und ich habe leider den Namen vom anderen nicht, ein Kollege, haben mit Gitarre begleitet. Ja, und es wurde gesungen. Wirklich gesungen. Ja. Und ich konnte diesmal gar nicht mitsingen, weil ich die Texte gar nicht kenne und man will eh nicht, dass ich. Gekriegt. Ich habe eine Maske gekriegt, ja, aber man will auch nicht. Ich singe nicht. Also, ich habe meinen Deal mit meinem Musiklehrer gehabt. Wenn ich nicht singe, dann kriege ich keine schlechte Note. Aber dieses Mal wurden aus der dicken Mappe, wo bestimmt 100 oder mehr. 200 vielleicht sogar Songs drin sind, die herausgepickt, die österreichisches Kulturgut sind. Naja. Und ich habe einiges davon so miterleben können und mich hat es gefreut. Ja, das war cool. Also dir hat das Singen gefallen sozusagen? Ja, na, das war mit sehr viel Herz waren alle dabei und kannten natürlich den Text und ich habe dann einfach mal zugehört und zugesehen. Ich muss sagen, wenn du andere Linux-Tage hast, also ich ist jetzt. Wie soll ich sagen? Soll jetzt nicht eine Kritik sein, aber es ist halt andere Veranstaltungen, wo du die vielleicht nur einen Tag sind oder vielleicht zwei Tage sind, aber du gehst vielleicht auf einen Vortrag und dann kommst du am nächsten Tag und hörst da zwei andere Vorträge an. Ja? Und da hast du jetzt nicht so das Gemeinschaftsgefühl. Und das ist natürlich hier bei so einem Seminar, also in dieser Seminarumgebung, wo du dich auch einmietest für drei Tage, ist das natürlich ganz anders. Du kommst mit deinen Leuten anders zusammen. Und das ist natürlich genau. Schön. Ja, es ist überschaubar. Wie gesagt, 30 Leute etwa. Man geht gemeinsam zum Mittagessen. Man hat jeweils eine Abendveranstaltung. Also einmal ist es, wobei diesmal war es jetzt muss, Rathaus, aber man muss nicht. Nein, natürlich nicht. Aber ich finde es gut, dabei zu sein. Also Betriebsbesuch, beziehungsweise diesmal war es Rathaus, finde ich eine coole Sache. Das Weizer Rathaus, wo es dem Stadtrat da gleich ein Knoppix verpasst hat. Genau, ne? Ja, gerade erwähnt. Ja, also eine runde Geschichte. Und ich freue mich schon aufs nächste Jahr, wenn es stattfindet. Ich fürchte natürlich nur, wenn wir jetzt Werbung machen, dass es sehr schnell ausgebucht sein wird. Nein, das mit dem Ausbuchen überhaupt kein Problem.
Naja, noch nicht, aber ich denke mal, nein, da kommen einige auf den Geschmack. Also es war eine runde, coole Sache, wo also viel wird, zu sehen es war. Es wird den ganzen Weizer-Knoppix-Stand und überhaupt Weizer als Standort nichts schaden, wenn sich da jetzt ein paar hundert Leute zu viel anmelden, sage ich einmal. Ja, das Ganze könnte man auch größer aufblasen. Ja, aber dann, wenn viele Sachen gleichzeitig stattfinden, dann hat zum Beispiel unser Aufnahmeleiter Michael ein Problem, weil er nicht alles gleichzeitig aufnehmen kann. Ja, insofern, das, ich glaube, dass es öfter stattfindet. Mit Michael Ebner diskutiert, ne? Und er hat gemeint, na, das passt so, dass so klein ist. Und ich habe gesagt, du, da waren so und so viele Vorträge, wo sich jetzt das halbe Publikum gelangweilt hat, weil die einfach überfordert waren oder was nicht gerade ihr spezielles Interessensgebiet war. Ich habe lang genug unterrichtet, ich spüre, wann die Leute was anderes machen und nicht aufpassen. Ne? Und er hat dann gemeint, ja, das mag schon sein, aber das... Also sein Standpunkt war, ein bisschen Langeweile ist zumutbar, auch Lehrern. Und es ist so, ihn hätte das jetzt mehr gestresst, wenn er sich dauernd entscheiden muss, will ich jetzt in Workshop A oder in Workshop B sein. Außerdem hat er das Argument vorgebracht, er kann nur eins gleichzeitig aufnehmen, es gibt nicht zwei Michael sozusagen. Und er hat auch gemeint, du lernst nicht dann, wenn du immer zu den Sachen gehst, die dich eh interessieren, was dich eh auskennst, sondern du lernst auch, wenn du jetzt einmal konfrontiert wirst mit etwas, was dir am Anfang langweilig ist und dann macht es vielleicht aha oder so. Also er hat gemeint, auch Publikum etwas aussetzen, was sie nicht so mögen. Also gerade im Schulbereich kann es was Lustiges ist. Ne? Genau, wobei wir natürlich von unseren Kindern ausgehen, dass wenn sie eben etwas ausgesetzt sind, was sie nicht selber ausgewählt haben, dass sie trotzdem was mitnehmen können. Das sowieso. Das sowieso. Aber, wobei, das ist ja... Das war jetzt, ich habe jetzt den Standpunkt von Michael Ebner sozusagen vorgetragen. Mein Argument ist schon, dass ein zweiter Track und doppelt so viele Leute nicht geschadet hätten. Auch selbst wenn man jetzt nur einen aufnehmen kann, weil ich denke, es gibt Workshop-Situationen, so wie deine, die einfach nicht in einer halben Stunde sind, sondern wo man mal gut und gern vier Stunden braucht. Und es gibt anderes, was ich war in Amsterdam auf einer Konferenz und auf Python-Konferenzen, wo ich das gelernt habe, dass das ein sehr gutes Konzept ist, selbst wenn du einen Ein-Stunden-Block machst, Vorträge, dass jeder Vortrag maximal 10 Minuten ist und du hast lieber eine Serie von 5 kleinen 10-Minuten-Vortrag als einer Lafart, weil es gibt halt leider sehr viele Leute in Österreich, die sich gerne reden hören und die überhaupt kein Gefühl dafür haben, dass man etwas, was man in 5 Minuten sagen kann, dass das nicht unbedingt 50 Minuten dauern muss. Weil österreichische Unterrichtspolitik ist, ich rede jetzt 50 Minuten und keiner widerspricht. Und das aber dann halt auch ein bisschen. Also es ist nichts, was irgendwie etwas typisch österreichisch wäre. Nee, ganz gar nicht. Deswegen, meisten Inhalte kannst du in 10 Minuten präsentieren, wenn du dich anstrengst. Genau, dann kann ich in einer Stunde, ohne dass mir Fahrt wird, und darum? 5 kleine Vorträge und nachher kann ich mich dann entscheiden, okay, ich möchte von dem einen Workshop machen. Genau. Das dauert dann halt länger. Genau. Und versäume ich halt was anderes. Und deswegen propagiere ich ja sehr gerne eben Lightning Talks, die ja genau das darstellen. Genau, das ist 5-Minuten-Lösung. Genau. Und ich finde es auch nicht verkehrt, wenn erst einmal die Vorträge kommen, also die Kurzvorträge, die anreigen, sozusagen, damit man ungefähr weiß, wie redet der Mensch, wie ist er so ungefähr drauf, wie präsent ist, worum geht es eigentlich. Genau. Und ich hoffe halt sehr, dass mehr Veranstaltungen das aufnehmen, dass ganz zu Anfang so eine Lightning Talk-Schiene kommt, wo man nicht nur die Vorträge sind und weil da kann ich mich als Vorbereitung sozusagen das Tagungsprogramm präsentiert. Ne? Genau. Und es kann nicht langweilig werden, weil wenn einer langweilig ist, ist er maximal 5 Minuten lang. Genau. Dann kommt schon der nächste. Was auch sehr gut ist, dass dann, das gibt es auch bei vielen Konferenzen, dann sind dann die Workshops oder die vertiefenden Vorträge am zweiten Tag oder am ersten Nachmittag halt, wo man so hingeht, und dann am letzten Tag oder am Abend oder je nachdem, wie das halt organisiert ist, nach diesem sozusagen längeren Blog, wo du dich für ein Thema spezialisierst, werden noch einmal wieder alle zusammengefasst. Und dann werden aber nicht Kurzvorträge gezeigt von den zu kommenden Vorträgen, sondern sozusagen für die Leute, die jetzt nicht dabei waren, weil sie im falschen Workshop waren. Aha. Weil sie im Workshop waren, aber nicht aufgepasst haben oder so. Wird noch einmal nur in 5 Minuten präsentiert, das war das Resultat von unserem Workshop. Also du hast auch, wenn du jetzt nicht vertiefend bei wem drinnen warst, sondern halt beim anderen, kriegst du nachher trotzdem noch einmal sozusagen das Resultat präsentiert, was auch ganz nett ist. Das ist auch sogar für die Leute, die mitgemacht haben, weil du dann so siehst, das haben die anderen gemacht und und bei mir, da ist meins, schaut, das habe ich gemacht. Also es ist ganz nett sozusagen, wenn du nachher wieder einen Kurzvortrag hast über das, was passiert ist. Auch eine gute Idee. Es gibt auch Leute, ich finde das auch total legitim, dass du in einer Konferenz einmal müde bist oder vielleicht möchtest du einen Spaziergang machen, weil du bist jetzt in dem Ort, warum sollst du das die ganze Zeit in einem Kellerlokal hocken vor dem Computer und möchtest vielleicht die Kirche da anschauen oder so kurz rausgehen und ein bisschen Luft schnappen und dann hast du das auch sozusagen, dass du trotzdem informiert bist, was passiert ist. Ja, gefällt mir.
Und ich denke, wenn man das in der Form aufbläst, wäre das sicher gut. Was in dem Sinne genau gepasst hätte, eben jeder macht so ein bisschen Kurzvortrag. Also ich hätte ganz gerne von den Leuten gesehen, von den Lehrern, aus welcher Ecke sie kommen und was sie unterrichten. So eine Vorstellungsrunde, das ist mir auch abgegangen. Nachhinein kann man, wenn man sich halt hinsetzt und jedes Mal woanders hinsetzt, an Tisch, in Mittagspause, dann kriegt man das schon mit. Man muss auch sagen, viele haben sich schon gekannt, weil es immer wieder die... Das stimmt auch ein bisschen. Wir als Außenseiter waren da eher, dass wir mehr anfragen müssen. Genau, aber wäre cool gewesen, um einfach zu sehen, mit welchen Erwartungen kommen Sie her und wer sind Sie da? Was ich auch gern gehabt hätte, wäre so ein Mini-Vortrag, wie es der Johnny gemacht hat, aber nur halt kurz von jedem, dass er sagt, ja, ich bin Lehrer so und so in dieser und dieser Schule, mit der und der, es gibt ja, die waren auch sehr unterschiedlichen Schultypen auch, mit unterschiedlichen Altersgruppen und Backgrounds. Und ja, mein Open-Source-Ansatz ist das und das. Also, dass alle auch sagen, wie können Sie in Ihrer Umgebung welche Open-Source Programme überhaupt einsetzen, weil für manche ist es ein großes Abenteuer, LibreOffice zu verwenden statt Microsoft Office, und das sind schon die Urrebellen, wenn sie sich das trauen, und andere haben komplett die ganze Schule auf Linux umgestellt und oder hochspezialisierte Sachen. Das sind einfach verschiedene Sachen, und ich denke, das wäre auch interessant für mich als Außenseiter sozusagen, als nicht zu wissen, aha, das hat sich jetzt, das gibt's da und das hat sich dort bewährt oder so. Und selbst wenn es nur eine Software ist, wenn einer nur sagt, ja, ich habe Windows in der Schule, aber ich kann unter Windows eben, was weiß ich, dieses und dieses CAD-Programm verwenden oder so. Das hätte mich interessiert. Genau. Um das ganz kurz einmal umzudrehen, ungefähr, was erwarten eigentlich Lehrer bei den Knoppix-Tagen das nächste Mal? Das hatte ich ja mal kurz angefragt, da ging ein Zettel rum. Hast du da Antwort und diese, gesehen? Ja, der ganze Zettel war voll. Und ich habe ich das. Erinnere mich, ja. Also ich habe Leitung draufgeschrieben, das war ich. Richtig. Und das steht mit im Textpad. Und ich möchte alle bitten, die jetzt zuhören, nochmal reinzuschauen, ob sie nicht das vielleicht auch anbieten würden, um dorthin zu gehen und das als Vortrag oder Workshop zu machen. Also wer sich jetzt berufen fühlt, Invites oder auf einem anderen Linux-Tag sozusagen über ein Thema, das da angestrichen war und nachgefragt war, zu referieren, meinst du, der soll sich melden? Genau, ja. Genau. Ja. Mir fällt gerade so was ein, wie war es, Bash-Scripting und dünn-DNS einsetzen und was war noch, Python natürlich und noch ein paar andere Sachen. Ja, hätte man jetzt besser hier gehabt, aber... Weil ich bei dem Zettel auch ein bisschen das Gefühl gehabt habe, nicht jeder Lehrer, der dort war, hat sich traut, drauf zu schreiben. So muss ja auch nicht, muss ja auch nicht. Also die sich dann trauen, die geben sie dem vor. Die haben sehr spezifische Vorgaben gemacht, ne? Aber es ist auch ein, das war jetzt mein Gefühl, es ist da, glaube ich, auch ein Low-Level-Vortrag sehr willkommen. Natürlich, ja, denke auch. Also angenommen, eine Einführung in alles Mögliche. Ich möchte niemanden beleidigen, aber auch wenn du jetzt halt noch einmal erklärst, was gibt es Neues bei Creative Commons Lizenzen oder so, wenn du dich halt gut auskennst, das hat vielleicht jeder schon einmal gehört, aber da freut man sich auch, wenn man da jetzt wieder mehr definitiv informiert ist und so. Genau, und jeder, das ist ja nicht immer dieselben Leute, und dann kommt jemand Neues hinzu und der kennt das noch nicht alles. Na klar, Einführendes immer. Willkommen. Also das ist auch das Nette, denke ich, an Weiz. Da hast du Lehrer oder sozusagen die in Österreich, die sich für Open Source interessierende Bildungselite, passt leider in einen Raum hinein, ja, aber immerhin. Und trotzdem hast du dann ein paar Leute, die einfach nur interessierte Schüler oder interessierte Studenten waren, also die gar nicht selber im Schulbereich tätig sind. Also das ist eine sehr nette Mischung, finde ich. Ja. Und die Gelegenheit hast du ja selten, ne, dass du als Nichtlehrer in einer Lehrerfortbildung sozusagen mitmischen darfst. Und das ist, ich glaube, da könnte Weiz durchaus, also wenn diese Veranstaltung fortgeführt wird, sich sozusagen das als Heimvorteil ausspielen. Wir sind sozusagen die offene Lehrerfortbildung, die gesellschaftlich offene. Genau, und ich denke mal, es interessiert... Zivilgesellschaft und Lehrkörper. Ich denke mal auch, es interessiert sehr viel mehr Leute noch, aber es ist natürlich immer eine Sache, wann macht man den Termin? Ja. Natürlich möglichst in den Ferien, und da sind die Ferien immer ein bisschen unterschiedlich, und dann gibt es, was war als Thema, es gibt noch Nachprüfungen und Vorbereitungen, also es passt nicht immer. Aber hey, wer weiß, vielleicht Knoppix-Tage zweimal im Jahr? Schauen wir mal. Also es war bis jetzt gesplittet immer in Knoppix-Tage und Desktop-For-Education-Tage. Ja, genau. Desktop-For-Education ist die Linux-Distribution von Helmut Bär, die speziell für Schulserver gedacht ist, wo du praktisch eine Schule mit einer CD einrichten kannst. Und die stehen auch für 2016 schon fest, aber ich habe leider das Datum einfach vergessen. Einfach bei Desktop-For-Education, also Desktop-For-Education nachschauen, beziehungsweise jetzt in den Shownotes unter biertaucher.at nachschauen, und dort wird das alles verlinkt. Ja, ich glaube,
Dann sind wir einmal durch. Persönliches Fazit, Weiz ist eine Reise wert? Definitiv, ja. Ich wäre gerne wieder mit dabei nächstes Jahr. Mal schauen, ob es sich ausgeht. Wenn ja, Leute, schaut euch das mal an. Seid dabei. Ja, kann ich mich nur anschließen. Ja. Jetzt müssen wir das Knopf drücken. Prost, Ronda. Prost, heißt. Und willkommen beim... War das Trick, dass ich... Wird doch ein Podcast. Was haben wir? 223? 23, ja. Und die böse Ronda trinkt da gar kein Bier, sondern Klaus Lichtus. Was ist das? Energy? Wir wollen ja da keine Werbung betreiben. Ja, auf jeden Fall, es riecht nach gepressten Gummibärli. Aber es schmeckt. Und es macht nicht so schläfrig. Ah, okay, ja. Gut, also, wie sehe ganz ich im Gegenteil. Vielleicht an der Intensität des roten Lichts. Nein, leider nicht. Das schneidet dann eventuell wieder raus. Wenn der Countdown da nicht läuft, dann nehmen wir jetzt gar nicht auf. Doch, nimmt eh schon auf. Passt? Okay, ja. Ja, wie geht's dir runter? Ja, etwas stressig derzeit, weil mein direkter Arbeitskollege derzeit auf Urlaub ist. Und halt dementsprechend alles über mich streckenweise läuft in der Systemadministration von der Firma, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut, ganz gut. Fein, fein. Ich bemerke, deine Ohrringe sind länger geworden. Ja, die habe ich mir letzte Woche gebastelt. Selbst gemacht. Genau. Das sind kleine USB-Sticks. Richtig, das sind kleine USB-Sticks. Das heißt, die sind funktional. Ja, die kann man tatsächlich als USB. Kannst du das Ohr so nahe zu einem Computer legen? Ich verrate dir ein Geheimnis, die kann man sogar abnehmen. Wow. Und dann brauche ich mich nicht mit dem Kopf neben den Rechner legen, um ihn zu verwenden. Das heißt, du bist einer der wenigen Personen, die Ohrschmuck trägt mit ein paar Gigabyte Datenkapazität. Ja, ich habe es auf der Debian-Konferenz, hat ein Bekannter vom Debian-Projekt aus UK, der hat eben diese USB-Sticks produziert, mit Debian-Logo drauf und allem drum und dran, hat sie dort verkauft und eine findige Dame dort hat sich gedacht, ja, daraus, weil sie eben auch optisch irgendwie halbwegs hübsch sind, kann man die doch an Ohrringe, an Ohrstecker dranhängen. Und das hat mir, die Idee hat mir so gut gefallen, dass ich mir auch gleich zwei bestellt habe und war letzte Woche dann im Metalab, habe mir unterwegs irgendwie so billigste Ohrringe, die billigsten, die ich gefunden habe, gekauft. Dort das Gehänge, was dran war, eben abmontiert und halt die USB-Sticks. genau. Die Ohren dann gestochen? Waren die schon vorher gestochen? Die Ohren, die habe ich schon. Nein, die Ohren habe ich schon sehr lange gestochen, ja. Das war, wie ich noch beim Silver Server gearbeitet habe. Da mit einer Freundin von dort bin ich da mal Ohrlöcher stechen gegangen. Tja, wenn wir eigentlich schon beim Thema sind. Also mir fällt auf, wie soll ich sagen? Du wirst immer femininer, je öfter ich dich sehe, kann man das so sagen? Arme hast du schon immer lang gehabt, seit ich dich kenne. Richtig, ja. Ohrringe und so eine Art Rock, kann man das sagen? Nicht nur eine Art, ja, sondern tatsächlich ein Rock, ja. Finger, mehrere gefärbte Fingernägel. Was ja. Ist da los? Naja, ich bin vor circa 10, 11 Jahren drauf gekommen, dass ich, also ich habe mich davor irgendwie ziemlich unwohl gefühlt, Depressionen gehabt, drüber nachgedacht, warum ich so anders bin als andere Leute. Aber zum Rekapitulieren, also du hattest einen männlichen Vornamen, du hast glaube ich auch ja. Eine Freundin gehabt und Kind? Oder? Eine Frau, Kind, ja. Geheiratet auch, alles ganz? Geheiratet, aber das Kind ist von einer anderen Person als die ich geheiratet. Okay. Aber gutes österreichisch-männliches. Das Bund ist ja auch gemacht, oder? Ja. Ja, also ja weil, geht's eigentlich gar nicht. Weil ich mir irgendwie gedacht habe, ja, Bundesheer ist kürzer als der Zivildienst und ja, irgendwie hat mich der Zivildienst damals nicht so übermäßig angesprochen und ja, viele Leute gehen dann halt auch zum Zivildienst, aber das Bundesheer gibt einfach die schöneren Anekdoten her. Alles klar. Und
Lass mich fragen, seit der Pubertät hast du das Gefühl gehabt, dass alles gewesen sein? Oder? Jein, irgendwann so mit Mitte 20 bin ich irgendwie draufgekommen, so irgendwie, ich bin irgendwie etwas anders als die anderen. Und ich habe da, hat dann irgendwann eben so ein Selbstfindungstrip begonnen, wo ich mir überlegt habe, ob ich einfach nur schwul bin. Also ich habe mich auch zu Männern hingezogen gefühlt, aber zu Frauen eben auch. Also offensichtlich bi, aber irgendwie hat das trotzdem irgendwie vieles noch nicht so richtig gepasst. Und nach sind dann diverse Situationen passiert in meinem Leben, die mich irgendwie in die Richtung gebracht haben, dass ich eigentlich eine weibliche Seele habe, dass ich eigentlich innerlich eine Frau bin. Und wie ich das realisiert habe, war das so ein richtiges, ja, die riesen Glühbirne über dem Kopf schwebend, dieses riesengroße Aha-Erlebnis, plötzlich macht alles Sinn, über diverse Sachen nachgedacht und so, ja, eigentlich hätte es mir schon seit Jahren klar sein müssen. Ähnlich wie wir über Polyamore gesprochen haben, in teilweise relativ ähnliche Sachen, irgendwie so dieses Aha-Erlebnis und dann im Nachhinein über Situationen davor nachgedacht, wo ich mir gedacht habe, so ja, eigentlich hätte es mir schon weitaus früher klar sein müssen. Und da hat dann irgendwie alles plötzlich Sinn ergeben. Die dich auf die Idee bringen? Das ist von Person zu Person komplett unterschiedlich, wie man, also ob man Anstöße von außen braucht, ob man, also im Prinzip bin ich natürlich selbst drauf gekommen, es hat mir niemand gesagt, du aber bist eine Frau. Hat es eine Rolle gespielt, dass du andere Personen gekannt hast, die... Nein, also auch, ich habe auch nicht wirklich den übermäßigen Kontakt zu Transpersonen in dem Zeitrahmen gehabt, wo hast ich... Hast du einen Film gesehen oder irgendwie... Naja, ein Film hat mich damals ziemlich stark geschockt. Das war In and Out. Ein Film mit Calvin Klein und im... wie heißt er? Dieser eine Tom Selleck, wo es darum geht, dass irgendein Schüler von einer Kleinstadt, von einem Lehrer eben einen Oscar gewinnt und die ganze Stadt schaut sich das natürlich an. Und bei der Oscarverleihung outet dieser Schüler den Lehrer als schwul, obwohl es der Lehrer selbst noch gar nicht wusste. Und da hat es halt für den ziemlich viel Selbstfindung stattgefunden und das war kurz bevor ich geheiratet habe und da war für mich irgendwie so der Zusammenbruch, was ist, wenn ich schwul bin und wenn ich mir da jetzt nur was vormache oder so. Und ja, aber nachdem ich halt drauf gekommen bin, dass ich bi bin, hat das, also nachdem ich halt mich damit abgefunden habe, hat das in dem Sinn keine Rolle gespielt. Aber in Bezug auf Trans habe ich eigentlich nie irgendwie so die übermäßigen Filme oder sonst irgendwie gesehen. Von Tutsi und da ferner liefen irgendwo mal was gehört, aber was wirklich... Hast du mir das erste Mal gedacht, wie du bei Das Leben des Brian gesehen hast, diese Szene, wo der eine sagt, ich will, dass er mich Loretta nennt? Ich habe mich wahrscheinlich genauso amüsiert wie alle anderen Personen drüber. Und es hat aber... Nichts bedeutet damals? Nein. Ich habe es amüsant gefunden, aber nicht im Sinne von, wie es wahrscheinlich viele Leute empfinden, es ins Lächerliche zu ziehen, so wie es auch im Film von den anderen Personen streckenweise vom Eric Idle, der John Cleese zieht es, glaube ich, etwas ins Lächerliche. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Szene und dass sie über das Thema damals zu dem Zeitpunkt,
der Film gedreht wurde, eben schon drüber nachgedacht haben, ist durchaus extrem interessant. Also Hut ab vor den Monty Python. Sie haben sehr viele Wegsteine für sehr viele Sachen gelegt. In den frühen Tagen schon. Jetzt eine ganz dumme Frage. Also das eine ist Transgender, dass man sozusagen jetzt nicht unbedingt sich als dem Geschlecht zugehörig fühlt, in das man geboren wurde. Naja, viele Leute sagen auch, dass man nicht in ein Geschlecht geboren wird, sondern man bekommt das Geschlecht bei der Geburt zugewiesen. Die Ärzte schauen sich ja nur die äußeren Geschlechtsmerkmale an und definieren aufgrund dessen, welches Geschlecht sozial angepasst für die Person am besten passt. Und das ist im Prinzip ein ziemlicher, unter Anführungszeichen, Willkürakt. Speziell, wenn man sich einmal anschaut, was mit Leuten, die nicht mit eindeutigen Geschlechtsorganen, Geschlechtsmerkmalen geboren werden, passiert. Die werden dann streckenweise wirklich aufgrund von Entscheidungen von Ärzten irgendwie in ein Geschlecht gepresst und auch teilweise tatsächlich operiert, unter Anführungszeichen eigentlich quasi verstümmelt, damit sie in eine gewisse Norm reinpassen, die dann vielleicht gar nicht wirklich die Norm ist, die für sie die passende ist. Aber was ist jetzt der offizielle Überbegriff für sozusagen im falschen Geschlecht daheim sein oder nicht richtig? Transgender ist schon... Und das andere, was du gesagt hast, wo du gesagt hast, also ich habe geglaubt, ich bin homosexuell, aber dann habe ich gemerkt, ich bin bisexuell. Das heißt, dass man sowohl sich zu Männern als auch zu Frauen hingezogen fühlt. Ja. Das ist Bisexualität. Und die zwei haben ja jetzt, das sind ja zwei getrennte Dinge, wenn ich das richtig sehe. Richtig. Das eine ist die... Das eine ist die eigene Identität, die eigene Geschlechtsidentität, in der man sich selbst sieht. Und das andere ist die Sicht in Bezug auf Partner, Partnerinnen, was man attraktiv findet, was einen antörnt sozusagen. Und, hängt das Ganze jetzt zusammen? Also wenn man transgender ist, ist man dann automatisch auch Nein. bisexuell oder muss das Nein, überhaupt das nicht zusammenhängen? Nein, das muss überhaupt nicht zusammenhängen. Mhm. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass dadurch, dass man das eigene Geschlecht durch die Transidentität, durch das Transgendersein schon einmal komplett anders wahrnimmt, kriegt man auch eine ganz andere Wahrnehmung auf andere Menschen, auf andere Personen, weil man den eigenen Körper... Also es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Viele Transgender-Personen können mit ihrem eigenen Körper überhaupt nicht. Die brauchen für sich, für den eigenen Frieden, sprich auch die operative Anpassung des Körpers an das gefühlte Geschlecht. Die lassen sich umoperieren, gehen den kompletten Weg in dem Sinn und leben halt im gefühlten Geschlecht vollständig. Es gibt aber auch einen nicht unerheblichen Teil an Transgender-Personen, die meinen, es genügt ihnen, als das gefühlte Geschlecht anerkannt zu werden. Aber sie brauchen nicht unbedingt die Umoperation für sich, um sich als das gefühlte Geschlecht wohlzufühlen. Es gibt eine ganz große Bandbreite. Jetzt eine ganz dumme Frage. Kann das sein, dass man dann so 20 Jahre später oder so draufkommt, man will wieder zurück oder das ändert sich sozusagen? Was ja ein bisschen... Batschert wäre, wenn man sich schon umoperiert hat. Ne? Ja, deswegen werden da zum einen auch sehr große Hürden vorgeschoben von den Behörden, teilweise ziemlich krasse und ziemlich eigentlich menschenverachtende Hürden. Ich bin sehr froh, dass es in Österreich zum Beispiel nicht mehr so ist, dass wenn man sein Geschlecht ändern will, dass man
sich umoperieren lassen muss. Mhm. Es war früher tatsächlich so und ist auch so gelebt worden, dass man sich umoperieren lassen muss. Mhm. Und dass man, wenn man auf die Behörde geht und das Geschlecht ändern lassen will, dort tatsächlich die Hosen runter hat lassen müssen. Ja, sozusagen nachgeschaut, ob ja. Das und das ist Sein mit dem Sein. Extrem herabwürdigend und ja. Und das ist jetzt nicht mehr so in Österreich? Nein. Mhm. Aber jetzt unabhängig davon, also weißt du von Fällen, also wo einer sozusagen ganz überzeugt ist, er will jetzt dem anderen Geschlecht zugehören, ob es zu einer Operation geht und im hohen Alter oder später dann. Nein, wäre mir nicht. Nein, ist. Es gibt natürlich auch Personen, die, wie ich vorher erwähnt habe, auch in Bezug auf Leute, die es für sich notwendig haben, sich geschlechtliche Operationen zu unterziehen, um sich für sich selbst wohlzufühlen. Mhm. Und solche, die es halt nicht brauchen, mhm. Gibt es auch in Richtung Geschlechteridentität eine sehr große Bandbreite. Es gibt eben nicht nur Mann und Frau, mhm. sondern es gibt auch dazwischen sehr viel. Und es gibt, ich habe eine Person, die ich sehr schätze als Freund, als Freundin, die sich als androgyn definiert und auch gern im Prinzip damit spielt, dass die Leute die Person nicht lesen können und nicht mhm. wissen, welchem Geschlecht sie zuordnen sollen. Also die definiert sich als vage sozusagen. Ja, als Geschlecht, zwischen den Geschlechtern. Und es gibt Leute, die halt mit der Identität auch sehr gerne spielen, einen Tag so leben, einen Tag anders. Und im Prinzip gibt es eine deutsche Rapperin aus Berlin, die nennt sich Soki. Und die hat sehr, sehr gute Texte und auch Lieder. Und eins nennt sich Drag. Und da ist die Aussage drin, we are all born naked, the rest is drag. Wir sind alle nackt geboren, der Rest ist drag. Also jegliche Kleidung, die wir anziehen, jegliches Outfit, sonstiges, ist einfach nur schon einmal ein Kostüm. Mhm. Jetzt ganz was anderes, weil du Drag erwähnst. Es gibt ja diese Drag Queens und diese Shows, wo meistens Männer sich als Frau mhm. verkleiden und dann singen oder so eine Bühnenpersona sind. Die Conchita Wurst ist eines der bekanntesten Beispiele, ist da Olivia Jones. Hintergrund? Also wird da einfach gespielt oder? Ja, es ist da streckenweise, also bei Drag Queens oder auch Drag Kings gibt es durchaus auch. Ist definitiv. Also Frauen, die sich dann auf der Bühne in einen Mann verwandeln. Genau. Sozusagen. Und Schnurrbart und sonstiges im Anzug, was auch immer. Oder das ja auch, ich meine, das machen sie ja nicht nur für Geld, schätze ich, das machen sie. Nein, ja, auch einfach auch, für. Spaß daran haben und richtig, das ja. Sich ausdrücken sozusagen. Damit. Ja. Und ist das dann auch in Richtung. Nein, das ist ein reines Spiel mit den Geschlechtern, mhm. aber das hat im Prinzip nicht wirklich was. Also für manche Personen ja. kann es schon mhm. durchaus einen tieferen Hintergrund haben, aber was ich das Gefühl habe. Richtig, ja. Ja. Und es geht, glaube ich, auch sehr viel darum, um die Leute zum Nachdenken zu bringen, über Geschlechterrollen nachzudenken mhm. und diese Stereotypen aufzubrechen und das Ganze. Das ist auch teilweise mit der Ansatz und Grund, warum ich nicht glaube, dass für mich der Weg zu einer vollständigen körperlichen Anpassung als Frau der richtige ist. Ich fühle mich wohl als Frau, also ich weiß, dass ich eine Frau bin. Bist du jetzt eine Frau? Nein, weil das würde halt eben durchaus trotzdem eine gewisse Art Hormonbehandlung also, oder. Bist du jetzt derzeit ein Mann, der seltsam rumläuft? Salopp formuliert, banal formuliert kann man so sagen, ja. Aber ja. Also für dich ist die Operation jetzt kein Weg, den du einschlagen möchtest? Zumindest im Augenblick nicht. Okay. Es reicht mir, dass ich als Frau anerkannt bin, dass
mich meine Leute, wenn sie über mich reden, per sie, also nicht per sie, als Ronda und mit weiblichen Pronomen betiteln und nicht als er über mich reden, sondern als sie. Darf ich fragen, hast du da jetzt, wie du das sozusagen gelebt hast jetzt, also diesen Schritt, ich bin jetzt Ronda und ich habe jetzt einen Rock und Fingernägel und so, hast du da Freunde verloren oder haben sich irgendwelche Bekannte abgewendet, die dann gesagt haben, das ist mir jetzt zu schräg? Kann ich so direkt nicht sagen. Also ich habe eigentlich durchaus ein positives Feedback generell dazu bekommen. Ich habe auf einen Schlag deine halbe Verwandtschaft verloren, die ich jetzt vernachlässige. Naja, mit meiner Verwandtschaft setze ich mich so leider etwas weniger auseinander. Aber Verwandtschaft ist halt so eine Sache, die kriegt man dazu und die sucht man sich nicht aus. Aber ja, ich den Personen in meiner Verwandtschaft, denen ich mich geöffnet habe, genauso auch wie allen anderen Menschen, denen ich mich geöffnet habe, habe ich eigentlich durchaus ganz generell eigentlich das Feedback bekommen, so ja, soll jeder so leben, wie er es will. Es sollte ja keine Rolle spielen. Wir haben 2015. Das sind mehr oder weniger genau die Worte, die ich heute eigentlich von einem Kunden von uns bekommen habe, dem ich gesagt habe, dass da hinter Ronda eben mehr für mich dahinter steckt, weil es mir eben auch wichtig ist. Ich lebe in der Arbeit als Ronda, ich schreibe auch meine Mails, ich habe auch Kundenkontakt, ich schreibe meine Mails als Ronda und dementsprechend war es mir auch wichtig, dass ich den Kunden das auch klar kommuniziere. Und das war eben heute die Meldung von einem Kunden von uns, gesagt, ja, ist halt so. Jetzt anders gefragt, weißt du vom Schicksal, angenommen jemand geht es jetzt so wie dir, weil der lebt jetzt in einem sehr konservativen Bergdorf und hat auch einen Job, den er eher verlieren wird, oder wo es einmal mit Kundenkontakt oder Chef sagt, also das ein Kundenberater hat so und so aus. Die gibt es definitiv. Und was machen die dann? Tun die dann analog zu, also wenn man jetzt homosexuell ist und das nicht ausleben kann, das dann heimlich machen oder sich hineinfressen oder? Ja, das sind ganz, ganz arme Leute, die da in dem Sinn nicht auskönnen. Du bist selbstständig, ne? Da kannst du das leisten sozusagen? Mehr oder weniger, ja. Also ich bin angestellt, aber ja, genau, richtig. Ja, ich lebe in einem westlichen Land, ich lebe in Mitteleuropa, also im Prinzip in einer extrem privilegierten Position, die unter keinen Umständen mit irgendwo anders auf der Welt vergleichbar ist. Ich habe Kontakt zu einigen sehr, sehr fabelhaften Personen über einen Trans-Slack, wo wir uns austauschen. Da sind sehr viele aus Amerika drüben. Die haben es im Prinzip auch eigentlich recht gut. Aber ich habe durchaus von auch Kontakte, weil ich es halt dementsprechend offen lebe. Ich habe vor ziemlich genau 10 Jahren, im August vor 10 Jahren, habe ich eben mein Coming-out-Gedicht verfasst, wo ich halt diverse Situationen verarbeitet habe, die mich zu dem Zeitpunkt recht stark bedrückt haben. Habe ich in meinem Weblog gestellt, das über Planet Debian, Planet Ubuntu läuft. Zwei Webseiten, die halt weltweit sehr intensiv auch gelesen werden von Journalisten und was weiß der Geier, wem noch allen. Ja, und es, also von daher wissen es eigentlich sehr, sehr viele Leute darüber und dadurch, dass ich es halt dementsprechend offen auch lebe und über meine Erfahrungen diesbezüglich auch schreibe in meinem Blog, sprechen mich auch relativ viele Leute immer wieder an und manche sind nach wie vor trotzdem zu schüchtern, aber ich, noch offener kann ich es nicht leben und quasi die einen, manche sind, und sie trauen sich nicht, mich anzusprechen, weil es für sie halt doch irgendwie ein heikles Thema ist und vielleicht, Blog, aber genau, ja.
Strombergst du? Also laufen passiv. Ja, ich kann es halt nur oft genug erwähnen, dass ich offen bin, auch in Bezug auf für Feedback, Aufnahmen, Fragen zu beantworten. Das heißt, unter Debian, wenn man nach Honda sucht, könnte man dir eine E-Mail schreiben, liebe Honda. Genau. Ich wohne in einem furchtbaren Dorf. Ja, also ich mag keine Geschichten aufbreiten, die mir da zugetragen worden sind. Ja, es gibt durchaus Leute, denen es nicht so gut geht. Und jetzt ganz eine dumme Frage. Es gibt auch in Thailand oder wahrscheinlich woanders auch dieses Phänomen, das heißt Ladyboy. Also es ist praktisch eine männliche Prostituierte, die ausschaut wie eine Frau, wenn ich das richtig kapiert habe. Ja. Hat das was mit Transgender zu tun? Nein, das hat rein was mit Ausbeutung von Personen zu tun, die halt in Bezug auf, das ist eine rein sexuelle Ausbeutung von Personen und auf den Zug springen recht viele auf, die sich streckenweise nicht anders zu helfen wissen. Es gibt natürlich auch Leute, die sich bewusst dafür entscheiden, in diesem Job tätig zu sein. Absolut Hut ab davor. Es ist ein extrem gefährliches Metier und die Gesetze sind extrem anti-Sexworker in jeglicher Hinsicht. Aber weil überall alles, was mit Sex irgendwo zu tun hat, wird sehr leicht von den Gesetzen kriminalisiert, weil halt dann irgendwie das Ganze in Verbindung mit Drogen und sonstigen und bla und hin und her gebracht wird. Aber es gibt, wäre mir nicht bekannt, dass es irgendwo eine Legislatur gibt, irgendeine gesetzgebende Kraft, die sich wirklich sinnvolle Gesetze für Sexworker, Sexworkerinnen einsetzt und da eben gescheite Gesetze macht, dass die auch entsprechend sicher leben können. Aber gerade dort denke ich, dass sehr viele Leute es aufgrund der Armut machen und teilweise eben auch oftmals auch dazu genötigt werden, nach wie vor. Aber mit Transgender im Prinzip hat es. Was ist die fortschrittlichste Gesetzgebung weltweit? Also, wo soll man hinziehen, wo ist die Gesellschaft am tolerantesten? Oder? Gute Frage. Diesbezüglich habe ich mich nicht so wirklich informiert, weil ich hier lebe und aufgrund des für mich persönlich notwendigen Kontakt zu meinem Sohn sowieso nicht fähig bin, irgendwohin anders umzusiedeln. Von daher möchte ich mich gar nicht so informieren, wie es woanders ausschaut, weil es mich dann vielleicht nur schmerzt, weil es bei uns nicht so aussehen kann. Okay, ja. Ja. Jetzt fühle ich mich ein bisschen besser informiert. Mit der österreichischen Gesellschaft bist du zufrieden? Also du hast angedeutet, dass bei den Behörden das nicht sehr... Zumindest, ja, der Eintrag im Geburtenbuch, also um einen eindeutig weiblichen Namen als ersten Vornamen eintragen zu lassen, braucht es eine Änderung des Geschlechtes im Geburtenbuch. Das ist halt halbwegs schwierig. Man muss unter Anführungszeichen eindeutige Anstrengungen unternehmen, um dem Wunschgeschlecht zugeordnet zu werden oder also so irgendwie in der Richtung. Nein, reicht definitiv nicht. Also was ich sowieso vorhabe, Bart weglesen, weil mich der extrem nervt, aber ich denke auch, dass da auch ein Brustaufbau notwendig ist und ein Brustaufbau oder ständig halt eben mit Socken ausgefüllten BH rumzulaufen oder so. Wenn ich Vornamen haben willst, musst du mindestens einen Busen haben. So? Würde ich vermuten. Also ja, ich habe es nicht genauer hinterfragt, aber diese eindeutigen Anstrengungen in Richtung
deuten schon recht klar hin, dass es in die Richtung gehen würde. Mhm. Wahrscheinlich werde ich weiblicher aussehen müssen und wirken müssen als jede andere Frau, die es so gibt, weil es ist kein Problem, wenn eine Frau in der Hose rumrennt. Ihr wird nicht aberkannt, dass sie eine Frau ist, aber wenn eine Transgender-Person sich das weibliche Geschlecht eintragen muss, das ist genau diese Hürden, die da sind, die das Ganze irgendwie ein bisschen ad absurdum führen. Also wenn man da so spekuliert, man könnte herauslesen, dass dem Staat das nicht taugt, wenn da jemand die Grundfundamente der Gesellschaft in Frage stellt. Ne? Ja, aber es gibt zumindest im Namensrecht die Möglichkeit, sich als ersten Vornamen einen geschlechtsneutralen Vornamen zuzulegen und dann als der zweite Vorname ist wieder wurscht. Mhm. Nachdem der erste Vorname unter Anführungszeichen geschlechtsneutral, das bedeutet, er muss sowohl in weiblicher Form als auch in männlicher Form existieren, dann kann ich sagen, ja, das ist ja da und dort dementsprechend eigentlich ein männlicher Name. Mhm. Bitte den als ersten Vorname und den zweiten Vornamen ist Ihnen wurscht. Mhm. Das kostet auch eine hübsche Stange Geld, um das durchzuziehen und zieht dann natürlich die ganzen anderen Papiere wie Führerschein, Reisepass und Staatsbürgerschaftsnachweis und was weiß ich alles noch nach sich, die man dann auch dementsprechend ändern lassen muss, was auch eine hübsche Stange Geld noch weiter ist. Also ja, das steht im Prinzip eigentlich jeder Person frei, den Namen zu ändern. Mhm. Wenn man das entsprechende Geld. Fritz umtaufen lassen will, ist es auch nicht billiger. Ist es auch nicht billiger. Ja. Es ist für Transgender-Personen insofern billiger, als dass, wenn sie die entsprechenden Nachweise haben, dass sie eben Transgender sind und es gibt da drei oder vier quasi Ausnahmezusätze in Paragraphen, die sagen, wenn der Name nicht mehr zumutbar ist und einem dadurch wirtschaftliche oder sonstige irgendwie Nachteile entstehen, dann ist dem zuzustimmen und dann zahlt man halt nur mehr einen geringen Betrag. Die ganzen Papiere, die sonst anfallen, muss man trotzdem zahlen, aber man erspart sich trotzdem halt einen Großteil davon. Das muss man halt dementsprechend belegen können, damit es auf der Seite genehmigt wird. Aber das ändert immer noch nicht das Geschlecht. Also es steht dann im Reisepass nach wie vor männlich, aber halt der neue Name. Und da muss halt der erste Name, also für Transgender-Personen ist es möglich, auch ohne Geschlechtsanpassung, beziehungsweise eben ohne diese Geschlechtsanpassung im Geburtenbuch ist es nämlich, mit dem ist das verknüpft. Mhm. Ohne die Geschlechtsanpassung im Geburtenbuch kann man den Namen ändern und es ist Transgender-Personen mit entsprechenden Nachweisen möglich, halt sich einen Großteil der Gebühr zu ersparen. Mhm. Aber das ist halt auch dementsprechend vom Fall zu Fall unterschiedlich und muss halt genehmigt werden. Ist die Transgender-Bewegung sozusagen jünger als die homosexuellen Bewegung? Also ich habe so das Gefühl, die in Österreich jetzt auf der Computerwurst hat man akzeptiert, es gibt schwule Leute und das ist halt zumindest im städtischen Milieu akzeptiert. Ja, naja. So, wo man so, ja, irgendwo. Es kommt ganz darauf an, wem man wie wo fragt, weil es wirklich, viele Transgender-Personen leben im Prinzip irgendwo auch im Verborgenen und wenn sie ihren Weg dementsprechend vollendet haben und dort angekommen sind, wo sie sich wohlfühlen, dann faltet das wahrscheinlich nicht einmal auf der Straße, wenn dir eine Transgender-Person über den Weg läuft. Ich habe einen ehemaligen Arbeitskollegen, der war, wie ich noch gearbeitet habe, eine Kollegin. Mhm. Und wenn ich dem heute begegne, mit
ganz natürlichen Bartwuchs, tiefer Stimme, allem drum und dran. Und es würde niemand glauben, dass der Mann einmal eine Frau war. Und das ist halt auch... Das war auch dann operativ? Oder? Na, ein Penisaufbau ist operativ, weitaus komplizierter und soweit ich weiß, die Zahlen habe ich, also ich habe jetzt nicht die Statistiken im Kopf, aber es sind weitaus weniger Transmänner, die sich umoperieren lassen, als Transfrauen. Worauf das zurückzuführen ist, kann ich auch nicht direkt, vielleicht auch einfach, weil halt der Penisaufbau dementsprechend schwierig ist und umständlich und dann auch nicht wirklich das gewünschte Ergebnis oftmals erzielt. Ich weiß es nicht. Also, aber es, ja, in dem Bereich. Und eine Brust abnehmen lassen ist weitaus einfacher als eine Brust langsam aufzubauen, obwohl da halt auch oftmals dann irgendwie streckenweise Implantate im Spiel sind, je nachdem, wie weit die Person sich halt dann wohlfühlt damit. Ich kann mich jetzt dunkel erinnern, es hat doch eine österreichische Skifahrerin gegeben, das war in den 80er Jahren, die hat sogar Medaillen gewonnen als Mann, glaub ich, oder als Frau, und ist dann aber rausgekommen, dass er Mann war. Meinst du nicht Caitlyn Jenner, die ist, glaube ich, Amerikanerin, die nein, jetzt vor kurzem, erst vor ein paar Monaten irgendwie durch schon, die Presse gegangen ist. Okay. Weißt du das auch nicht? Na? Okay. Zu dem Zeitpunkt habe ich diese ganzen Sachen selber noch nicht wirklich so wahrgenommen. Also es ist irgendwie, ja... Die Entwicklungen ergeben sich immer dann, wenn man sie am besten brauchen kann. Oder wenn man selbst auch bereit ist dafür. Weil es ja auch irgendwie ganz generell im Selbstfindungs- oder im Entwicklungsprozess von Menschen ganz allgemein oft so ist, dass wenn man über gewisse Dinge stolpert, sie zu dem Zeitpunkt nicht annehmen kann, sie auch gar nicht so wirklich wahrnimmt. Und das ist bei mir auch das, was ich gemeint habe, dass wie ich dann drüber gestolpert bin und wie ich es dann realisiert habe, im Nachhinein eigentlich die ganzen Situationen, die mir davor schon das Ganze mich irgendwie darauf hingeführt haben oder mich, wo ich es eigentlich damals schon wissen hätte müssen, aber ganz offenbar noch nicht bereit dafür. Wenn dir jemand auf der Straße begegnet oder so, hast du dann irgendeinen Wunsch? Also ich nehme an, die Leute schauen dich manchmal ein bisschen komisch an oder kennen sie mich ganz aus, wenn sie dich sehen? Ja, das machen schon, aber ich bin draufgekommen, je mehr ich ein gewisses Selbstbewusstsein selber ausstrahle und mich nicht irgendwie von einem komischen Blick aus der Ruhe bringen lasse und die Leute dann einfach anlächle, je offener ich selbst damit umgehe und desto weniger Angriffsfläche biete ich. Ganz allgemein. Also ist etwas, je peinlicher irgendjemanden irgendwas ist, desto mehr Angriffsfläche bietet man den anderen. Weil die Leute das natürlich mitbekommen, dass einem was peinlich ist und das dann oftmals bewusst darauf anlegen, dich darauf hinzuführen und dich damit irgendwie zu stacheln, sticheln, zu verletzen. Aber wenn du es dementsprechend ganz offen kommst und sagst, da, so bin ich, das bin ich, und wenn es dir nicht passt, ist es dein Problem, dann kommen auch keine blöden Meldungen. Manchmal kommen sie schon, aber so wie ich letztens zu einer Freundin zu einem Spielenachmittag gegangen bin, durch einen Park, und da waren ein paar Jugendliche und irgendwie die erste Meldung habe ich nicht gehört. Aber irgendeiner von den jungen Burschen dort hat dann gesagt, ja, dann lass ihn halt schwul sein, du weißt ja nicht mal, was das bedeutet. Und also normalerweise sagt man die Jugend heutzutage, aber selbst weil er mich dadurch misgendert hat und mich als Person für mich gesehen falsch wahrgenommen hat, das hat mich in dem Moment überhaupt nicht gestört, weil ich eben das Gefühl gehabt habe, hey, wow,
es bewegt sich was. Und es ist eine gewisse Offenheit für gewisse Dinge da. Und das finde ich ganz wichtig. Und genau deswegen schreibe ich auch öffentlich in meinem Blog drüber, um den Leuten zu zeigen, so, hey, es geht nicht nur schwarz-weiß, vor, zurück, hin und her. Es gibt nicht nur zwei Seiten, es gibt weitaus mehr und diesbezüglich tut sich da auch auf jeden Fall was. Und diese Sichtbarmachung ist notwendig. Sagst du noch einmal die URL von deinem Blog? ronda.deb.at/blog. Okay, und da fährt man... Da Musik, Debian und eben auch persönliche Sachen und sonstige Sachen, die mir irgendwie am Herzen liegen. Wenn du in der Straßenbahn fährst und ein kleines Kind sagt, Mami, ist das ein Mann oder eine Frau, was sagst du dann? Ich war jetzt kürzlich, vor kurzem eben auf einem Fest bei mir in der Nähe, war Parköffnung und da hat mich eben ein junges Mädchen gefragt und ich habe zurückgefragt, so, ja, was glaubst du? Mhm. Und sie, war sich nicht ganz sicher, habe ich gesagt, ja, ich bin eine Frau. Und sie, ich glaube, ich weiß, du bist eine Frau, du bist zwar als Mann geboren, aber fühlst dich als Frau. Und dann, ja. Aber, also Kinder gehen eigentlich, Kinder gehen mit der Sache ganz offen um. Eine Freundin von mir, mit der ich auf dem Adercamp in Berlin war, hat ihren Kindern Fotos von dort gezeigt und die Kinder haben gefragt, wer ist der Mann? Und sie hat gesagt, das ist eine Frau, die aussieht wie ein Mann. Und die Kinder haben gesagt, okay, und damit war es für sie erledigt. Und es ist so einfach. Kinder sind ganz unvoreingenommen diesbezüglich. Man kann sagen, wenn das kleine Kinder verstehen, könnte man sich wünschen, dass es Erwachsene vielleicht auch. Richtig. Es ist halt häufig irgendwie, es ist im Prinzip auch eine Sache, wie die Bezugspersonen damit, der Kinder damit umgehen. Wenn die Bezugspersonen, wenn sie eben eine Person, die anders ist und nicht unbedingt ihrem gefühlten Norm entsprechen, irgendwie schräg anschauen und Kinder von dort wegziehen oder so, dann haben die Kinder auch kein Problem damit. Die Kinder nehmen ja genau das auf, was ihnen vorgelebt wird. Und wenn ihnen dementsprechend Toleranz und Offenheit vorgelebt wird, dann werden die Kinder auch dementsprechend offen und tolerant sein. Das heißt, Intoleranz ist sozusagen gelernt. Definitiv. Kinder sind von vornherein, von Grund auf eigentlich offen und gehen ganz natürlich mit Dingen um. Mit einer absoluten Neugierde und Unbefangenheit, die ich mir sehr oft von sehr vielen Leuten wünschen würde. Ja, na dann passt. Denkt man mit dem Wunsch, mehr sein wie Kinder, ne? Definitiv. Kinder an die Macht. Okay, danke, Ronda. Bitte. Super. Zwei Nachtrag zum Interview mit Ronda. Ja, ich habe erwähnt, dass ich manchmal einfach über Dinge nachdenke und so ist mir halt das Interview auch in der Nacht durch den Kopf gegangen und es ist mir aufgefallen, ziemlich erschreckend aufgefallen, dass ich auf zwei Fragen von dir einfach nicht richtig realisiert habe, was du da gefragt hast, beziehungsweise vergessen habe, zwei doch recht wichtige Sachen zu erwähnen. Zum einen war deine Frage in Richtung in Thailand diese Ladyboys. Ja, da habe ich gemeint, ja, es wird dort viel auch gespielt in dem Bereich, aber es ist nun mal leider so, dass eine Transition mit Hormontherapie und geschlechtsanpassende Operation und alles, was dazugehört, auch den Bart weglasern und ähnliche Dinge, dass das enorm ins Geld geht. Und das stützt keine Krankenkasse. Also es gibt schon marginale Unterstützung irgendwo, aber auch ganz Ländern, ja, auch die ganzen Therapiestunden beim Psychiater, Psychologen, die man braucht, um eben diese
das Geschlecht im Geburtenbuch geändert zu bekommen bei uns auch zum Beispiel, geht enorm ins Geld. Und das treibt halt sehr viele Transpersonen, die sich schlicht und ergreifend nicht leisten können, teilweise in die Prostitution. Weil das halt manchmal irgendwo was Exotisches ist, für gewisse Leute durchaus sehr interessant, mit einer Frau zu schlafen, die einen Penis hat. Und von daher gibt es natürlich auch sehr viele, die sich in dem Bereich das unter Anführungszeichen zunutze machen, beziehungsweise zunutze machen müssen, um sich es überhaupt leisten zu können. Also eine Transition ist nichts, was man sich irgendwie so nebenbei wie ein Auto dazu verdient. Es geht wirklich sehr, sehr stark und enorm ins Geld. Also ja, selbst ich habe nicht wirklich die Ahnung. Es ist, schwingt bei mir auch mit, dass ich mir nicht gewisse Dinge einfach nicht stärker forciere und vorantreibe, weil ich einfach nicht weiß, wo ich das Geld dafür hernehmen soll. Ja, das ist die eine Sache, die mir ganz wichtig war zu erwähnen. Und die andere Sache ist, wie du gefragt hast, wie privilegiert, wie die Leute angenommen werden oder in ländlichen Gegend oder sonst irgendwie. Es ist nicht einmal wirklich auf ländliche Gegenden gemünzt, wo sich die Leute überlegen, vielleicht nicht zu transisieren, weil es enorm viel Gewalt gegen Transpersonen gibt. Mhm. Es vergeht kaum irgendwo eine Woche, wo nicht irgendwo von einer ermordeten Transfrau oder Transmann zu lesen ist. Und das ist, also die Gewaltverbrechen, die da in der Gegend passieren, sind real und die Gefahr ist nicht unerheblich. Bei uns vielleicht in Österreich, aber auch hier passiert es. Im Februar war das, die Transfrau Hande ist in Wien ermordet worden. Und das ist nichts, was irgendwie halt einfach mal irgendwo unter den Tisch zu kehren ist. Also es werden auch bei uns in Österreich Transpersonen ermordet. Weißt du, warum sozusagen, gibt es einen gesellschaftlichen Hass dagegen? Naja, es gibt ganz allgemein einen gesellschaftlichen Hass gegen alles, was nicht in irgendwie dieses stereotypische Denkmuster von manchen Menschen hineinpasst. Und das richtet sich halt bewusst auch irgendwie gegen Personen, die schlicht und ergreifend anders aussehen. Das merkt man, das hat man schon bei den ganzen schwulen Bewegungen bemerkt. Ja, das ist eine Tunte, im englischen Faggot, diese ganzen Bezeichnungen, die haben ja alle einen Hintergrund. Und das ist der Hass gegen optisch nicht genormte Personen. Und das ist halt was bei Transfrauen insbesondere sehr stark hervorkommt, weil es halt optisch nicht so einfach ist, diese Transition unter Anführungszeichen vollständig durchzuziehen, bis man den Prozess hat, bis man mal so weit ist, dass man sich selbst einmal richtig wohlfühlt und auch angenommen wird von der Gesellschaft in dem Geschlecht, in das man, in dem man lebt. Und da die Gewaltverbrechen, die sind schlicht und ergreifend erschreckend. Das betrifft halt primär Transfrauen, weil es Transmänner irgendwie einfacher haben, das Passing durchzubekommen, beziehungsweise werden die oftmals vielleicht gar nicht so als Gefahr in dem Sinn wahrgenommen, weil Frauen sowieso als das Schlechtere, als das schwächere Geschlecht gelten, und wenn jetzt eine Frau zum Mann wird, sehen da fühlen sie sich wahrscheinlich nicht so bedroht, oder ich weiß es nicht, aber da ist auch das Passing weitaus einfacher, weil Brustentfernung und Bartwuchs ist etwas, was
sehr häufig einfach ausreicht, um als Mann durchzugehen, wenn die Leute nicht schnell hin, nicht genau hinschauen oder sonst irgendwas. Und von daher ist speziell Transfrauen haben hier halt sind einem recht starken Gewaltpotenzial ausgesetzt, das wirklich real ist und nicht einfach von der Hand zu weisen. Und insbesondere eben auch Person of Colors haben es hier, wie auch sonst überall in der Gesellschaft, noch einmal um ein Eck schwerer. Weil die Gewalt, weil da einfach mehrere Ebenen zusammengekommen, der Hass auf Personen, die nicht weiß sind, der Hass auf Personen, die halt nicht der Norm entsprechen und einem anderen Geschlecht angehören wollen, unter Anführungszeichen, in dem Mindset von den Personen, die sich dagegen wehren, beziehungsweise die diese Gewalt durchführen. Also, ja. Glaubst du, die kann auch eine Rolle spielen, dass jetzt so der typische Schläger oder so denkt, man hört eine Minderheit an oder gleich zwei Minderheiten, das heißt, die Chance auf Vergeltung oder dass er irgendwie Schwierigkeiten kriegt, ist wesentlich geringer. Ja, das natürlich. Wenn man sich jetzt mit einem weißen, gut situierten, möglicherweise Polizisten auf Urlaub anlegt. Ne? Ja, das spielt definitiv da wahrscheinlich auch irgendwie. Also die Schamgrenze ist da, wenn mehrere Minderheiten, gedachte Minderheitenrollen irgendwie zusammenkommen, dann ist die Chance, dann ist die Hemmschwelle für viele Leute einfach irgendwo niedriger, um sich halt dagegen zu äußern. Also das, was ich dir so verstehe, allein wenn man diese Gefahr auch einberechnet, macht das keiner zum Spaß oder so. Ne? Nein. Und also oft so als Lifestyle-Entscheidung. Nein, das macht ganz sicher niemand irgendwie rein, um irgendwie aufzufallen oder um sich halt auszuleben, halt ins Rampenlicht zu kommen, ja, oder sonst. Ja, es gibt einfachere Wege. Ja, das war es im Prinzip, was mir noch am Herzen liegt. Okay. Gut, danke schön. Ich danke dir.